So, weiter geht's. Vermutlich die letzte Aufnahme in dieser Session. Ich möchte mal in die entgegengesetzte Richtung fahren, um herauszufinden, was gibt es denn auf der anderen Seite für Biome, wo ich noch nicht war, um dort auch meine Kapseln abzusetzen. Frachtraum öffnen. Wir gucken mal, was hier noch drin ist. Genau, wir haben da noch ein bisschen was an Signalbojen. Batterie voll aufgeladen, Integrität. Genau. Welcome aboard, Cap Systems Online. Bevor wir das machen, werden wir kurz speichern. Es fehlt mir noch. Ich könnte aber tatsächlich schon mal gucken, was ich brauche, um die zu bauen, die Zyklop. Innenräume, Außenbeleuchtung, Außenmodule, Basiswände, Basisräume, Zyklop. Genau, mir fehlt ja dieses eine Brückenbauteil. Bevor wir weiterfahren, werde ich mir noch ganz schön hier oben gucken, was ich denn für die Neptun-Plattform brauche. Seemotte, Zyklop haben wir noch nicht. Krebs braucht dieses Aerogel, sonst hätte ich eigentlich alles. Neptun, Starplattform, Titanbarren und so weiter und so fort. Stabile Oberfläche, von der die Neptun abheben kann. Genau. Titanbarren brauchen wir dafür. Ein Computerschiff. Ich glaube, das können wir mal noch bauen, bevor wir uns auf den Weg machen. Wie viel? Ich habe schon wieder vergessen. Wie viel Titanbarren braucht der Quatsch? Zweimal Titanbarren. Das heißt, wir brauchen 20 Titanerz. Hier 20 Titanerz zufälligerweise noch? Ja, ich glaube locker. So. Zack. Zack. Ja, ich glaube, wir können alles rausnehmen. Das sollte sogar reichen. Zwei Titanen brauchen wir auch. Hier auf jeden Fall nochmal das Zeug da reinmachen. Und was war das andere? Computerschiff und irgendwas anderes. Genau, Blei viermal und ein Computerschiff. Das heißt, das, was wir auf jeden Fall schon mal besorgen müssen, ist Tischkoralle. Ich brauche hier ganz dringend mal die Lampe. Aua! Hat er gerade gepupst oder was war das? Scheibenkoralle brauchen wir nicht. Tischkoralle, die hängt immer hier irgendwo. Da ist welche. Jetzt mal ein Scheibchen abschneiden. So. Ich
Tischkarte haben wir schon mal. Dann brauchen wir jetzt noch Blei. Viermal Blei. Viermal Blei. Das passt, weil hier haben wir genau viermal Blei drin. Computership brauchen wir. Der Computership braucht was? Gold und Kupferdraht. Das heißt, wir brauchen zweimal Kupfererz und einmal Gold. Dann hoffen wir mal, dass wir das noch haben. Einmal Gold und zweimal Kupfererz. Da haben wir es noch. Perfekt. Dann gehen wir hoch und bauen den Mist jetzt. Ah, wir brauchen viermal. Das war erstmal ein Kupferdraht. Stimmt, wir brauchen einen Kupferdraht dafür. Aber es reicht sogar. Ja, habe ich ja nichts falsch gemacht. Alles super. So, jetzt können wir die Neptun-Startplattform machen, damit wir uns hier, wenn wir dann mal soweit sind, verziehen können. Das gehört immer noch ein Schiff dazu, was wahrscheinlich unglaublich viele Ressourcen braucht. Ja. So, haben wir die jetzt hier im Inventar oder was? Ach, die wird jetzt gebaut. Das ist also die Neptun-Startplattform. Cooles Teil. Neptun-Versorgungsraum. Dafür brauchen wir Plaststahlbaren, Schmierstoff und Co. Okay, dann werden wir das mal bauen, oder? Schmierstoff können wir, Kupferdraht können wir auch, Plaststahlbarren. Was braucht man für den Plaststahlbarren? Ich habe schon wieder alles vergessen. Schmierstoff. Welcome aboard, Captain. Und Kupferdraht war das, ne? Was braucht man jetzt für die... Ach, scheiße. Schmierstoff müssen wir erstmal besorgen. Anders. Das ist wieder eine Etage tiefer. Schmierstoff. Das haben wir ja Gott sei Dank. In Massen. Naja, eine kleine... Moment. Mir gerade ein, ich kann da ja das Ding dann noch reinpacken. So. So, und Kupferdraht war das, wenn ich mich echt erinnere. Dann kann ich ja doch nochmal nach unten gehen. Ja, es ist alles... Ah, Metall, haben wir hier noch Kupfer? Nein, wir haben kein Kupfer mehr. Das ist natürlich beschissen. Da muss ich jetzt noch Kupfer farmen gehen. Aber das ging mal relativ einfach zusammen. Ja. Dann. Würde ich sagen, bevor wir an dem Moment, bevor wir hier irgendwas machen, wir können danach auf jeden Fall, was sieht's inventarmäßig, haben wir da alles, ja. Plaststahlbarren wollte ich noch gucken, genau. Ich werde mir dann auch schnell was zu essen reinfahren und dann werden wir mal die andere Seite des Gebiets auskundschaften. Und dort vielleicht unsere Signalboje hinterlassen. So. So, Plaststahlbarren braucht ihr was? Vergessen. Titanbarren und Lithium. Das können wir mal noch herstellen. Einen Titanbarren. Kriegen wir dann hier zusammen? Da brauchen wir 10 Stück. Das kriegen wir nicht zusammen. Da müssen wir runtergehen. Und da können wir hier... das könnte sogar reichen. Ja, das reicht. Das ist genau einer jetzt.
Lithium, das hat man in Massen. Frage ist, ob wir es immer noch haben. Lithium, zweimal haben wir es, glaube ich, noch. Ja. Das heißt, auch das muss ich mal wieder farmen gehen. Das könnte sonst zu einem großen Problem werden. Okay, dann können wir das ja jetzt machen an einem Plastahlbarren. Mal einen Titanbarren und dann können wir einen Plastahlbarren machen. Dann fehlt uns eigentlich nur... der ganze andere Kram. Geh doch mal nochmal schnell hin. Hier wird also unser Weg nach Hause führen, wenn wir dann irgendwann mal fertig sind. Genau, Kupferdraht fehlt mir. Das gute alte Kupfer. Dann können wir das nämlich auch schon herstellen. Vorher würde ich sagen, gucke ich mal auf die schlaue Uhr. Was sagt die schlaue Uhr? Die schlaue Uhr sagt, wir haben noch ein bisschen Zeit, alles gut. Und wenn jetzt einfach entgegengesetzt von den Biomen, die wir schon gefunden haben, uns mal die andere Richtung anschauen. Das heißt, wir fahren in diese Richtung. Mal gucken, was wir hier so finden. Vielleicht finden wir hier sogar schon Vorräte. Kupfervorräte. Giftpflanzen. Hier ist auch das grüne Gras, also das rote Gras, meine ich. Das ist auch Biom. Rotes Gras. Oh. Biom, rotes Gras. Ich kann dann auch ganz schnell den Namen ändern. Oder die Farbe. Was sehen? Da haben wir es. Ist also genau in der entgegengesetzten Richtung. Das ist schon mal gut. Hier kriegen wir Kupfer. Fast 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Erstmal kriegen wir keinen Kupfer. Gold. Und Silbererz. Da war Kupfer. Gut. Jetzt nehmen wir alles mit, was wir hier bekommen können. Wenn es auch mal was. Oh, fuck, habe ich mich gerade zu Tode erschrocken. Meine Fresse, ich habe
einen halben Herzkasper bekommen. Oh, meine Güte, ey, Drecksvieh. Das war nicht sehr schön. Okay, wo ist denn jetzt unsere Seemotte? Die müsste ja hier irgendwo stehen. Bin ich blind? Ach, hier steht sie, glaube ich. Nein. Wo ist die Seemotte hin? Ach, da. Kupfer zusammen. Hier ist sogar noch mehr. Das ist so ein Schiefer. Wo ist denn jetzt... Simon, du hast mir vergessen da. Muss ich scannen? Nein. Da ist das andere, die anderen Biome, die sind alle relativ weit weg. Das heißt, wir sehen uns hier mal ein bisschen weiter oben. Das scheint ja hier das Hauptbiom zu sein, das andere scheint ja eher so eine Ausläuferzone zu sein. Oh. Kupfereinschluss, nice. Gut, das heißt, da hinten dürfen wir nicht hinfahren, wir dürfen aber hier hinfahren, da wo nichts ist. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas Interessantes. Oh. Oh. Was zur Hölle ist das? Wollen wir da mal runterfahren? Wir können ja... Eine gewisse Tiefe können wir ja noch. Da blitzelt irgendwas. Sehen irgendwie gefährlich aus, die Dinger. Kann man die scannen? Das Ding kann man scannen. Geisterhände. Diese Pflanze wächst fast ausschließlich im tieferen Wasser, wo sich seine handähnlichen Blätter entwickelt haben, um Sedimente aus der Umgebung zu filtern. Sie ist wahrscheinlich abhängig von der Ausscheidung der Tiere, die das Wasser weiter oben und um sich herum bevölkert.
Ich glaube, ich werde mal ganz kurz speichern und dann werden wir mal ganz kurz. Das sieht. Irgendwie tödlich aus. Was zur Hölle ist das denn? Oh nein, das sind diese Krakenviecher. Die sich teleportieren können. Ich werde hier mal eine Boje absetzen. Ich weiß ja nicht, wie die drauf sind, die Viecher. Diese Teleport-Viecher. Ob die nur einen teleportieren oder ob das scheißegal ist. Also ob die halt auch aggressiv sind, das weiß ich halt nicht. Gut, da scheint auf jeden Fall irgendwo anders hinzugehen. Was ist hier? Fehlt halt die Textur? Das muss jetzt noch geladen werden. Das Gebiet. Da fehlt irgendwas. Ah, jetzt ist geladen, nach und nach. Das war ganz schön lange, bis es geladen wird. Da ist hier gerade irgendein Bug. Es muss ein Bug sein. Okay, offenbar sind hier die Teleportfische weit verbreitet und hier ist irgendwie gar nichts mehr. Gebiet wird irgendwie nicht geladen. Das ist hier ätzend. Das ist so ein bisschen ätzend gerade. Oh, das sieht nach dem. Wie sich die Stimmung gleich wieder ändert. Das ist die Vulkanebene, glaube ich. Ja, das ist. Da hinten müsste die Boje irgendwo sein. Oh,
ist ja ganz woanders. Tiefer kann ich fast gar nicht mehr. Oh nein, da sind die Teleport-Dinger wieder. Okay. Ja, von dir will ich keine Angst mehr. Die scheinen... Da ist ein Pupsi-Fisch, was macht der denn da? Die scheinen, um Essen zu fangen. Teleportieren. Kann ich irgendwie außen rumfahren? Ich glaube, hier war ich schon mal. Ah! Was ist denn das? Da liegt irgendwas. Okay, da ist irgendwas Großes. Schon wieder ein Leviathan, möglicherweise. Ich werde mal ganz schnell speichern. Und... Ja, Junge, also vor dir habe ich echt keine Angst mehr. Das sieht interessant aus. Okay, da ist schon mal nichts drin. Wärmekraftwerkfragment. Der Rest scheint immer großer Dreck zu sein. Einmal ringsherum.
Oberarm. Au, ist ja gut, Mann. Geht's mir nicht. Da irgendwo in diese Richtung, jetzt hängt sie mich schon wieder an. Man muss hier irgendwo rumlungern, was das auch immer sein soll. Ist das eine Schrott oder was ist das? Ah! Ja, ist ja gut, Mann. Nein. Ich bin ganz schön aggressiv hier oben. Jetzt ist zu holen. Was ja. Oder ist da noch was? Gut, dann gehen wir da mal noch rein, oder? Dann vergesse ich das wieder. Okay, geht schon mal nicht rein. Ich habe jetzt ja wesentlich mehr Lust. Welcome aboard, Captain. Guck mal, nichts drin, oder? Nein. Das geht nicht auf. Das geht auch nicht auf, okay? Das ist natürlich scheiße. Ab. Da. Alles locked. Wie kommt man denn da am besten rein? Kein Eingang. Muss ich ehrlich gesagt gestehen. Irgendwie. Energiezellenladestation. Ah, hier geht's rein. Ja, hier ist der Eingang. Gut, dann werden wir die Motte da mal. Parken. So, dann mal rein da. Dann gucken wir uns das mal nochmal an, was da. Was hier zu holen gibt. Der Taucheranzug, das ist nett. Signal, wieder mal. Ich hoffe, wenn wir irgendwas noch funktioniert. War's, oder? Hier kriegt man nur den verstärkten Taucheranzug. Hier geht's noch durch. Oh, ich glaube aber nicht, dass ich das noch schaffe. Mal gucken. Vielleicht ist es auch einfach ein Ausgang. Das ist auch nicht eher wahrscheinlich. Da geht's noch weiter. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal wieder zurück.
30 seconds. Wasser rein und dann gehen wir da jetzt nochmal nach unten und schauen uns an, was da zu finden ist. In dem hier kann ich öffnen. Ein Feuerlöscher. Krebs-Ofen. Zu essen, das ist sehr praktisch. Eine graue Kappe einsammeln. Oh, nice! Ein Kaffeeautomat. Damit haben wir ja wohl das Wichtigste gefunden. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns hier auf den Weg zurück. Hier gibt's nichts mehr. Aber wir haben neue Sachen gefunden, das ist schon mal was. So, ich würde sagen, wir nehmen jetzt was zu essen zu uns. So, das haben wir schon mal gemacht. Und dann würde ich sagen, werde ich hier nochmal kurz speichern. Und dann war es das mit dieser Folge, mit dieser Aufnahme. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir haben wieder einen neuen Bereich gefunden. Wir haben jetzt überall schon fast unsere Bojen verteilt. Und dann gucke ich mal in der nächsten Folge, wo es da hinten weitergeht. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschö!